In diesem Video geht es um Elektrotechnik, genauer um elektrische Motoren und noch genauer um die drei wichtigsten Grundgleichungen zum Gleichstrommotor. Konkret wende ich diese drei wichtigsten Gleichungen auf eine Aufgabe an, bei der es um einen permanent erregten Gleichstrommotor geht. Also einen Motor, der mit Gleichstrom betrieben wird und dessen Magnetfeld mit Dauermagneten erzeugt wird. Es sind einige Kenngrößen angegeben, von denen eine etwas ungewöhnlich ist, das Verlustmoment MV. Man kann es sich als Drehmoment vorstellen, das im Motor verbraucht wird, um die Reibung zu überwinden, die zwischen dem rotierenden und dem fixen Bauteil auftritt. Anschließend wird nach verschiedenen Kennwerten gesucht. Bevor ich mit der Auflösung starte, blende ich schon mal die Ergebnisse ein, sodass du bei Bedarf erstmal deine eigenen Ergebnisse mit denen hier vergleichen kannst. Als nächstes starte ich jetzt mit der Lösung des Aufgabenteils A, bei dem der Strom gesucht ist, der durch den Motor fließt, wenn kein Lastmoment an der Welle anliegt. Kein Lastmoment bedeutet, dass das Lastmoment 0 ist. Daher enthält das Formelzeichen für den Leerlaufstrom eine 0. Aber auch für den Leerlaufstrom gilt die McCoy-Gleichung M gleich C mal Phi mal Ankerstrom. Diese McCoy-Gleichung ist eine der drei wichtigsten Gleichungen für Gleichstrommotoraufgaben. Kurze Erklärung zu dem seltsamen Namen der Gleichung. Ich habe ihr diesen Namen gegeben, um nicht immer wieder in der Formelsammlung nachschlagen zu müssen. Dabei setze ich den griechischen Buchstaben Phi mit einem O gleich, denn er sieht ja schließlich auch aus wie ein O mit einem senkrechten Balken. Außerdem bin ich Star Trek-Fan. In der Serie Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk heißt der Bordarzt McCoy. Sein Name fiel mir ein, als ich eine Eselsbrücke für diese Gleichung suchte. Das Mac steht für das Moment M mit dem Gleichheitszeichen und das Coi für die Konstante C mal dem magnetischen Fluss Phi mal dem Strom I. Und da dieser Strom I gesucht ist, kann man die McCoy-Gleichung nach I auflösen. Auf der rechten Seite steht jetzt das Moment. Da im Leerlauf keine Last anliegt, müsste das Moment, das der Motor aufbringen muss, 0 sein. Das ist zwar richtig, aber es gibt ja noch die Reibungsverluste, die der Motor überwinden muss, damit sich die Welle überhaupt dreht. Daher wird für das Drehmoment des Motors das innere Verlustmoment eingesetzt. Die Zahlen sind bekannt, werden eingesetzt und ergeben einen Leerlaufstrom von 5 Ampere. Wenn man also den Motor einschaltet und dabei noch keine Last anliegt, fließt bereits ein Strom von 5 Ampere durch die Ankerspulen. Bei der Aufgabe B ist nach der Drehzahl gesucht, die sich dabei einstellt. Ich habe eben von den drei wichtigsten Gleichungen für Gleichstrommotoraufgaben gesprochen, aber nur eine genannt. Hier kommen die anderen beiden, aus denen man sich die Gleichung für die Drehzahl herleiten kann. Die eine ist einfach nur der Maschensatz. Dazu stellt man sich den Schaltkreis des Motors vor. Er enthält normalerweise nur einen ohmschen Widerstand RA für die Verluste in den Kupferleitungen und einen induktiven Widerstand in Form des Ankers, der die Gegenspannung U-Int erzeugt, also U-induziert. Diese beiden Spannungen sind üblicherweise genauso groß wie die angelegte Gleichspannung UA. In dieser Aufgabe wird allerdings ein Extra-Widerstand erwähnt, der für das Verlustmoment verantwortlich ist. Die mechanische Zusatzbelastung durch die Reibung wird elektrotechnisch durch einen Zusatzwiderstand RV dargestellt. An diesem RV fällt auch noch eine Teilspannung ab, die im Maschensatz berücksichtigt werden muss. Ab jetzt ist die Lösung der Aufgabe wieder recht einfach. Die angelegte Spannung UA teilt sich auf in den Spannungsabfall am ohmschen Widerstand IA mal RA, die induzierte Spannung des Ankers und der Verlustspannung UV. Der Leerlaufstrom ist ja schon in Lösung A mit der McCoy-Gleichung berechnet worden. Das war die erste der drei wichtigsten Gleichungen. Der Maschensatz ist die zweite und die dritte wichtigste Gleichung brauchen wir jetzt zur Berechnung der Induktionsspannung. Mir ist hier keine bessere Eselsbrücke eingefallen als U-Cow, ähnlich wie YouTube, nur dass ich mir hier eine Kuh, englisch Cow, vorstelle, die an einem Elektrozaun leckt, der unter Spannung steht, eben U-induziert, und dabei eine Gewicht bekommt. Wieder ersetzt das O den griechischen Buchstaben Phi. Außerdem habe ich das griechische Omega durch ein W ersetzt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Merkmethode nicht noch zu toppen ist. Für mich funktioniert sie einigermaßen. Aber falls du eine eigene Methode oder bessere Eselsbrücke findest, um dir die drei wichtigsten Gleichungen zu merken, du kannst sie mir sehr gerne posten. Ich bin neugierig. Wie dem auch sei.
Das Omega beschreibt die Rotationsgeschwindigkeit des Ankers, also wie oft pro Sekunde der Kreisumfang 2 Pi durchlaufen wird. Die Frequenz f ersetzt man durch die Drehzahl, muss aber berücksichtigen, dass sich n auf die Minute bezieht und nicht auf die Sekunde, daher die 60 im Nenner. Setzt man alles in die Maschenregel ein, gilt es, die Gleichung nach der gesuchten Drehzahl aufzulösen, was jetzt ein wenig mathematisches Geschick erfordert. Einsetzen der Zahlen und Einheiten liefert einen Ausdruck in der Klammer, der statt einer elektrischen eine mechanische Einheit, nämlich Newton, aufweist. Weil die anderen beiden Werte davor in Volt angegeben sind, müsste auch Newtonmeter mal Ohm durch Voltsekunde wieder Volt ergeben. Hier wieder ein kleiner Trick. Mechanische Energie und elektrische Energie sind beides Energien. Von der Einheit her müssen sie also gleich sein. Daher muss Newton mal Meter dasselbe sein wie Ampere Volt Sekunde. Diese Gleichung braucht man immer wieder, wenn man die Einheiten checken will. Außerdem kann man am Ohmschen Gesetz URI erkennen, dass Volt gleich Ohm mal Ampere sein muss. Beide Einheitentricks angewandt, machen aus dem umständlichen Einheitenbruch ein schlichtes V wie Volt. Der Taschenrechner zeigt dann das Ergebnis in Umdrehungen pro Minute an, nämlich 2148,6. Das bedeutet, dass unser Motor im Leerlauf von 5 Ampere durchströmt wird und sich die unbelastete Welle dabei mit 2148,6 Umdrehungen pro Minute dreht. In Aufgabe C wird nach dem Moment gefragt, das der Motor maximal auf Dauer aufbringen kann. Auch hier kann man wieder auf eine der drei wichtigsten Gleichungen zurückgreifen. Um einen Moment zu berechnen, bietet sich die McCoy-Gleichung an. Da die Werte gegeben sind, braucht man sie nur einzusetzen. Auch die Überprüfung der Einheiten geschieht nach demselben Trick wie vorhin. Ampere-Volt-Sekunde ist das gleiche wie Newtonmeter. Damit entwickelt der Motor ein Drehmoment von 0,8 Newtonmetern, wenn ein Strom von 20 Ampere durch ihn fließt. Davon wird allerdings ein Anteil von 0,2 Newtonmeter verbraucht, um das Reibmoment zu überwinden. Nur der Rest von 0,6 Newtonmeter kann über die Welle eingesetzt werden. In D wird, ähnlich wie in B, nach der zugehörigen Drehzahl gefragt. Auch hier würde man wieder mit dem Maschensatz und der U-Cow-Gleichung auf die Formel für die Nenndrehzahl kommen. Weil die Herleitung der Gleichung also dieselbe ist wie vorhin, habe ich hier gleich die Formel hingeschrieben, auf die man dann wieder kommt. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt das gesamte Moment eingesetzt wird und nicht nur das Verlustmoment. Denn während vorher das kleine Verlustmoment zu einer hohen Leerlaufdrehzahl geführt hat, führt jetzt das größere Gesamtmoment wegen des Minuszeichens zu einer kleineren Nenndrehzahl. Das bedeutet, dass der Motor umso langsamer dreht, je mehr Drehmoment er entwickeln muss, um ein entsprechend großes Lastmoment zu überwinden. Statt der 2148,6 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf sind es jetzt nur noch 1432,4. In Aufgabe E und F geht es um die Leistungen. Zunächst mal um die Leistung, die der Motor aus dem elektrischen Netz zieht, um seine Arbeit zu erledigen. Diese Leistung ist eine Wirkleistung, daher das Formelzeichen P. Eine Scheinleistung S oder eine Blindleistung Q tragen ja nicht zu der Leistung eines Elektromotors bei. Die Wirkleistung berechnet man aus dem Produkt der Ankerspannung und dem Ankerstrom. Das sind die messbaren Wirkwerte, sodass man hier nicht nochmal mit dem Kosinusfaktor multiplizieren darf. Einsetzen der bekannten Werte führt zu einer elektrischen Leistung von 240 Watt. In Aufgabe F ist dagegen die Output-Leistung gesucht, also die Leistung, die der Motor über die rotierende Welle nach außen hin leistet. Diese Leistung wird immer mit der Standardgleichung P gleich M mal Omega berechnet. Das Omega ist wieder 2πf oder 2π mal n 60stel. Multipliziert mit dem wirksamen Moment der Welle, das wir in Aufgabe C schon ausgerechnet haben, kommen wir hier auf eine mechanische Leistung des Motors von 90 Watt. Das bedeutet, dass der Motor eine elektrische Leistung von 240 Watt benötigt, um eine mechanische Leistung von nur 90 Watt zu erbringen. Das ist mit knapp 38% jetzt kein beeindruckender Wirkungsgrad, auch wenn er noch ein wenig höher als der eines Dieselmotors liegt.